Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also zunächst einmal eine mega Anteilnahme. Also ich habe gesehen, da sind knapp 150 Kommentare und 150 Teilnehmer, glaube ich, insgesamt. Aber das schauen wir uns ja gleich nochmal an. Also wir sauen uns das nicht an, sondern wir schauen uns das an. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Also man merkt dann bei solchen Aktivitäten oder solchen Videos, wie plötzlich die Kommentare aktiv werden. Ja, sind auch viele, viele nette Kommentare natürlich dabei gewesen. Also nicht nur Hashtag Verlosung, sondern auch viele Kommentare, die auch motivieren und wo auch ein paar schöne Worte dazu gesagt wurde. Und das freut mich unheimlich und mich freut es auch sehr, dass so eine rege Anteilnahme stattfindet bei so einer Verlosung. So, Freunde, ja, ich will euch natürlich nicht lange auf die Folter spannen. Aus diesem Grund wird das wahrscheinlich ein kurzes Video. Wir legen auch direkt los. Wir machen das wieder mit diesem Portal Comment Picker. Das zeige ich euch gleich nochmal am Computer, weil das ja wirklich sehr viele Kommentare sind. Kann ich die nicht jetzt manuell rauspicken, das funktioniert nicht. Aus diesem Grund machen wir das mit diesem Portal, das sucht es automatisch raus, den Gewinner. Und ich bin echt gespannt, wer der Gewinner sein wird. Ich meine, ich würde zwar jetzt sofort sehen, aber ich weiß nicht, wer das ist. Aber die Person wird sich ja bei mir melden und dann entsteht vielleicht auch noch ein bisschen Kontakt. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert und da freue ich mich sehr darüber. Also Freunde, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Und jetzt suchen wir uns den Gewinner raus. Also ich bin wirklich mega gespannt. Unbedingt dranbleiben. So, Freunde, wie auch aus den letzten Verlosungen angekündigt oder beziehungsweise gezeigt in den letzten Verlosungen, mache ich das Ganze wieder aufgrund der hohen Anzahl an Kommentare mit Comment Picker. Das heißt, hier ist es eine Plattform, nochmal ganz kurz, eine Plattform, ich glaube, für YouTube, Instagram und auch ein paar andere Portale, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter und so fort, wo man filtern kann. Das heißt, ich mache jetzt hier die URL von meinem Video rein und kann dann hier draufklicken und dann zeigt er mir schon mal an, wie viele Kommentare insgesamt da sind. Hier kann man Duplikate quasi rausfiltern, dass nicht einer jetzt mehrmals zum Beispiel teilnehmen möchte. Und das, was wir natürlich benötigen, ist hier die Textfilterung. Und hier kann ich dann angeben, Hashtag Verlosung, ja, so wie es angekündigt. Und jetzt klicke ich hier drauf und dann sucht er mir alle Kommentare raus, die mit Hashtag Verlosung angegeben sind. Und der tut dann natürlich die User-Duplikate rausnehmen, also rausfiltern, die zählen dann nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand jetzt mehrmals eingegeben hat, 149 sagt er jetzt und sonst ja, anscheinend gab es da ein paar Duplikate drin. Ist ja aber nicht schlimm, wir wissen das jetzt und genau. So, und dann geht das Ganze im Grunde hier unten weiter. Ich mache das mal ein bisschen tiefer. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sucht dieses Portal aus allen Kommentaren diesen Begriff, die den Begriff Hashtag Verlosung drin haben, einen User raus und der wird dann hier als Gewinner angezeigt. Also starten wir jetzt. 3, 2, 1. Und der Gewinner ist Tubi3D. Herzlichen Glückwunsch, Tubi3D. Dann wollen wir mal schauen, wer Tubi3D ist, beziehungsweise das Kommentar mal raussuchen. Müssen wir erstmal ein bisschen runterscrollen, dass er alle Kommentare mal hier rausfiltert, beziehungsweise anzeigt. Sonst findet er nichts über die Suche. Das ist immer lustig. Die meisten Kommentare bekomme ich immer bei den Verlosungen. So, wie hieß er nochmal? Tubi3D. Da ist er. Geile Sache, mach weiter so. Vielen Dank, Tubi. Herzlichen Glückwunsch zu den gewonnenen Artikel, Tubi. Unter diesem Video findest du eine E-Mail-Adresse. Bitte melde dich mal auf diese E-Mail-Adresse und schreib mir mal deine... schreib mir mal deine E-Mail, nein, nicht deine E-Mail, sondern deine, na,
Sendeadresse bzw. Adresse, wo ich die Materialien hinschicken soll. Wäre ganz gut, wenn du noch eine Nummer vielleicht hinterlässt, dann kann man gegebenenfalls auch nochmal quatschen. Ja, Tubi, Tubi 3D, alles Gute. Ich wünsche dir viel Spaß mit den Komponenten und ja, lass mal von dir auf jeden Fall hören, wenn du den 3D-Drucker, den du aufbauen möchtest, dann aufgebaut hast. Und wenn du dann magst, kannst du mir auch gerne ein paar Bilder oder so zuschicken und dann können wir das auch gerne hier nochmal auf dem Kanal zeigen. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das ist immer so aufregend mit diesen Verlosungen. Ja, Tubi 3D, ich wünsche dir alles Gute. Wie gesagt, ich schicke das Paket dann an dich raus. Melde dich unbedingt bei mir nochmal. Unter der Videobeschreibung findest du eine E-Mail-Adresse. Da meldest du dich einfach nochmal bei mir und schick mir deine Adresse, damit ich dir den Kram zuschicken kann. Nochmal ein Tipp für alle. Das heißt Tipp, also nochmal eine Ansage für alle. Ich hatte, oder anders gesagt, wenn Tubi 3D sich nicht meldet, und ich denke mal, so ein, zwei Wochen würde ich auf jeden Fall Zeit lassen, wenn sich da eben der Gewinner nicht meldet, dann werde ich auf jeden Fall eine neue Verlosung starten. Aber ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren. Das passiert jetzt nicht mehr in diesem Video. Genau. Ansonsten, ja, Freunde, schön, dass ihr alle mit teilgenommen habt. Ich wünschte, ich könnte noch mehr verlosen, aber ja, das ist schon als Paket auch schon sehr, sehr tief. Ja, musste sehr tief in die Tasche greifen, aber das hatte ich im letzten Video auch schon gesagt. Ich denke, Tubi 3D wird sich sehr, sehr glücklich schätzen können und ich hoffe, dass du dich auch bei mir nochmal meldest und auch, wie gesagt, vielleicht in Zukunft mir auch ein paar Bilder zuschickst von deinem Drucker, den du aufgebaut hast oder Video, wie auch immer. Wäre echt cool und dann können wir das vielleicht nochmal auf diesem Kanal vorstellen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch auch dieses Video gefallen hat, insbesondere diese speziellen, ich sag mal, Sendungen oder speziellen Videos, was mit Verlosungen so zu tun hat. Sollte das der Fall sein, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch sehr freuen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviere auch die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Videos von mir verpasst. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.